Ja, hallo. Schön, dass ihr alle da seid. So zahlreich nach der Mittagspause. Es ist noch ein bisschen neu und ungewohnt für uns hier auf der Bühne und vor allem auf einer runden Bühne, aber wir freuen uns sehr. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ich glaube, das Sprichwort kennen alle. Ist ein bisschen abgedroschen und ich weiß nicht, ob es auch immer sinnvoll ist. Wir haben es ein bisschen abgewandelt. Wer App sagt, muss auch Intranet sagen. Genau darum soll es heute gehen. Marie hat es schon angekündigt. Wir, die Telekom MMS, wollen euch erzählen, wie wir es geschafft haben, von einer damals noch eher leichtgewichtigen Staff-Based-Mitarbeiter-App letztes Jahr aufs Staff-Based-Fronto-Intranet zu wechseln. Ich möchte uns noch kurz vorstellen, wer wir sind. Hier neben mir ist Stefanie aus der internen Kommunikation und Susanne und ich. Wir sind Consultants, Employee Experience, heißt also normalerweise beraten wir unsere Kunden bei der Einführung von Intranets und Mitarbeiter-Apps. Deswegen war es umso spannender letztes Jahr für uns, mal die Seite zu wechseln und selbst zum Kunde zu werden. Genau, mehr zu uns und unserem Projektteam, das erfahrt ihr dann gleich. So, muss hier einmal klicken. Bevor wir jetzt direkt starten, ihr seht hier oben einen QR-Code. Zückt doch gerne mal euer Handy jetzt direkt. Das ist ein QR-Code zu einer Umfrage in der Voices-App. Also ihr müsstet die Voices-App haben. Die Umfrage ist natürlich anonym. Was ihr dort machen könnt, ist, ihr könnt uns Fragen stellen. Also ihr habt dort ein Freitextfeld. Und wir haben euch aber auch drei Fragen gestellt, die mit dem Thema zu tun haben, sind einfach ein bisschen interessiert. Die Ergebnisse schauen wir uns dann danach an, nach dem Vortrag. Und falls irgendwas offen bleibt an Fragen, dann haben wir dann eine Q&A-Session. Ansonsten findet ihr uns auch direkt neben der roten Bühne hier hinten am Glücksrad, die Telekom MMS. Da sind wir dann auch zu finden. Und auch unsere LinkedIn-Profile findet ihr am Ende der Präsentation. Gut, dann übergebe ich jetzt an meine Kollegin Stefanie. Danke. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ja, was haben wir gemacht? Juliane hat es gerade schon gesagt, wir haben von der Mitarbeiter-App auf das Frontdoor-Intranet-Paket von Staffbase umgestellt. Was ist daran jetzt so besonders? Wir haben das Ganze im Live-System, im Live-Betrieb durchgeführt. Das war für uns als Projektteam ein sehr spannender Augenblick, ob denn auch alles wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ein anderer Punkt, der besonders spannend an dem Projekt war, war die Komplexität. Also wir haben den Umfang unserer Intranet-Landschaft mit dem Projekt enorm reduziert. Wir haben nicht nur die Anzahl der Tools reduziert, sondern auch die Menge an Inhalten. Denn das System, was wir abgelöst hatten auf Basis von Atlassian Confluence, hat zu dem Zeitpunkt mehr als 100.000 Seiten beinhaltet. Und damit ihr jetzt hier nach der Mittagspause nicht einschlaft und mal ein Gefühl für den Umfang des Projekts bekommt, haben wir euch hier vier Kennzahlen mitgebracht, die das Projekt beschreiben. Ihr dürft jetzt gerne mitraten und überlegen, um welche Kennzahlen es sich hier handeln könnte. Könnt es gerne einfach reinrufen. Gibt es denn da schon Ideen? Kleiner Hinweis, sind auch die Icons oben rechts. Genau, die Icons oben rechts, sie geben da schon ein paar Hinweise. Überlegen alle noch. Gut. Da wir auch ein bisschen auf die Tube drücken müssen, dass wir auch gut durchkommen, würde ich es einfach mal auflösen. Die erste Zahl steht für die Laufzeit des Projekts. Also das heißt, wir hatten so ziemlich genau ein Jahr Zeit, ein neues System zu evaluieren, einzuführen und das alte System abzulösen. Wir sind im Februar letzten Jahres gestartet und haben das jetzt im Februar diesen Jahres abgeschlossen. Die zweite Zahl, die 250, steht für die Anzahl der EditorInnen, die wir befähigt haben, im System zu arbeiten. Die nächste Zahl, die 1001, ist die Anzahl der händisch migrierten Seiten. Das heißt, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir weit mehr als 1000 neue Seiten angelegt und mit Inhalten befüllt, mit Hilfe der EditorInnen. Und die 65 steht für die Anzahl der durchgeführten Schulungen von Juliane, Susanne und mir. Das reichte von Basic über Advanced und Space Admin Schulungen bis hin zu offenen Stunden. Und damit gebe ich jetzt ab an Susanne. Genau, und ich gehe erstmal einen Schritt zurück, indem ich uns vorstelle, wer sind wir denn eigentlich? Die Telekom MMS ist eine Tochter der Telekom. Wir sind seit 29 Jahren digitaler Dienstleister, sind aktuell ungefähr 2200 Mitarbeitende und haben davon 99% Deskworker.
Und dass wir seit 29 Jahren im Business unterwegs sind, das zeigt auch unsere Intranet-Historie. Wir haben 2002 unser erstes Intranet eingeführt. Damals waren wir Vorreiter, weil wir 3 Jahre nach Einführung 2005 gesagt haben, wir brauchen eine Kommentarfunktion. Unsere Unternehmen, die diskutieren gerne, die wollen auch digital diskutieren. Und da haben wir eine Kommentarfunktion eingebaut, sind dann nach weiteren 3 Jahren so stark gewachsen, dass das System an seine Grenzen gestoßen ist und wir hier einen ersten Intranet-Relaunch hatten. Und zwar sind wir hier auf Confluence gestiegen, also auf ein Wiki, das damals noch keine Kommentarfunktion hatte und auch keine Likes. Das heißt, das mussten wir reinprogrammieren. Und das haben wir dann die letzten Jahre immer wieder mitgeschliffen, in Anführungsstrichen. Wir haben dann 3 Jahre später noch unser Dashboard und unsere Unternehmenssuche draufgelegt und haben festgestellt, dass wir aber auch da an unsere Grenzen gestoßen sind. 2016, dass unsere Mitarbeiter gesagt haben, ja, wir sind zwar viele Deskworker, aber wir sind trotzdem im Bus, Bahn, im Flugzeug unterwegs. Wir wollen gerne mobil auf unsere Inhalte zugreifen. Und da haben wir als einer der ersten Staffbase-Kunden, damals hieß es noch EO, haben wir unsere App eingeführt, war ein voller Erfolg. Immer mehr Inhalte sind in die App gewandert. Das heißt, anfänglich war es wirklich eine Doppelredaktionierung und am Ende waren viel mehr Inhalte wirklich auch von den Mitarbeitenden selber in der App. Und das hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, es ist ein Wechsel notwendig. Wir müssen unser altes Wiki, was mit jedem Wechsel, mit jedem Release-Wechsel langsamer wurde und aufwendiger wurde, hier die Funktionen, die wir reinprogrammiert hatten, mitzunehmen. Wir müssen da das abschaffen und gehen auf ein neues System. Und da haben wir das Frontdoor Intranet eingeführt von Staffbase. Jule? Karten auf den Tisch. Wie haben wir es denn nun eigentlich gemacht? Und genau das wollen wir euch jetzt erzählen. Ich zeige euch dafür einmal hier so ein Ablauf. Unser Vorgehen im Projekt nennt sich Lean Workplace Ansatz. Das ist ein agiles Projektvorgehen, was wir sonst ja bei unseren Kunden beraten. Und diesmal haben wir es natürlich bei uns selbst intern angewendet. Beinhaltet 4 Phasen. Die gehen wir jetzt auch alle nacheinander durch. Ganz kurz angerissen, die Scoping-Phase ist quasi so die Bestands- und Anforderungsanalyse, die wir gemacht haben. In der Discovery-Phase haben wir unsere Thesen und Anforderungen vertestet. In der Design-Phase geht es dann letztendlich um die Implementierung, also nichts anderes als der Go-Live der Plattform und Learning and Growth. Dieser Kreis, den ihr hier seht, ist quasi nach Go-Live die Weiterentwicklung unseres Intranets, wo wir uns jetzt auch quasi gerade befinden. Und ganz wichtig, nicht zu vergessen, ist dieser orange Pfeil unten drunter. Die fortlaufende Kommunikation während dieses Change-Prozesses, das steht natürlich quasi über allem, hat uns in allen Phasen begleitet, auch jetzt noch. Ist ein ganz spannendes Thema, wo Stefanie aus der internen Kommunikation dann auch noch mal ein bisschen was erzählen wird. Gut, dann lasst uns rein starten in die Scoping-Phase. Was haben wir gemacht? Ganz klassisch, keine Überraschung, es gab einen Projektstart. Das heißt, wir haben ein Team aufgestellt bei uns intern. Das war interdisziplinär, also es gab Personen aus der internen Kommunikation. Es gab uns als sonst Consultants beim Kunden. Die IT hat natürlich mitgewirkt. Wir hatten auch viel studentische Unterstützung. Das Kernteam waren 5 bis 6 Personen. Drumherum gab es aber noch so ein quasi erweitertes Projektteam. Was wir natürlich auch gemacht haben, ist, wir haben uns unsere Stakeholder angeschaut, sprich, wen müssen wir informieren, involvieren. Das sind Stakeholder wie der Betriebsrat, wie HR, Datenschutz natürlich und nicht zuletzt natürlich unser Management, der Sponsor des Projektes. Das haben wir natürlich auch immer wieder informiert und involviert. Und dann, wie gesagt, ganz klassisch die Anforderungsanalyse, sprich die Frage, die wir uns gestellt haben, welches Tool passt denn eigentlich zu uns? Susanne hat es vorhin gerade schon ein bisschen erzählt, wo wir herkommen. Nichtsdestotrotz haben wir hier 15 Interviews durchgeführt, persönliche Interviews 1:1, um einfach erstmal so ein bisschen die Anforderungen zu sammeln, die uns betreffen. Auf der nächsten Folie, hier noch ein wichtiger Hinweis, bevor ich weiterspringe. Wichtigstes Learning, auch bei internen Projekten, ein Kickoff ist ganz, ganz wichtig. Das haben wir so ein bisschen, nicht versäumt, aber es war einfach so ein bisschen dem Projektgeschehen geschuldet. Da hätte man halt sowas klären können, wie was sind die Erwartungen, wie kommunizieren wir im Projektteam, wie organisieren wir uns. Und das hat man hier und da dann im Projektverlauf gemerkt. Jetzt aber möchte ich euch 3 Screenshots zeigen aus dieser Scoping-Phase. Das ist hier einmal unser Tool-Zielbild, was wir relativ schnell entworfen haben am Anfang des Projektes.
weil wir immer wieder gemerkt haben, okay, den Mitarbeitern fällt das unheimlich schwer zu unterscheiden, von welchem Tool reden wir, Confluence, Stuffbase, Dashboard, die Namen wurden auch immer wieder durcheinander gebracht, ne? Da wird Susanne gleich noch eine lustige Anekdote erzählen, was ist jetzt was, und so haben wir uns entschieden, okay, wir müssen das visualisieren, Soll- und Ist-Zustand, und andersrum Ist- und Soll-Zustand, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, wovon wir hier eigentlich die ganze Zeit sprechen. Das zweite Bild ist die Auswertung unserer Interviews. Das haben wir hier quasi auf einem digitalen Whiteboard geclustert, ja, und vor allem auch priorisiert und an der Stelle auch so ein bisschen auf Machbarkeit geprüft. Da haben wir ja das Glück, dass wir die Expertise quasi haben, über die Tools hinweg zu wissen, okay, was lässt sich überhaupt umsetzen. Ja, hier haben wir eine möglichst heterogene Gruppe befragt, ist klar, ne, um einfach die verschiedensten Bedürfnisse verschiedener Arbeitsweisen zu verstehen. Und zuletzt in dieser Phase haben wir dann ja, unsere gesammelten Anforderungen, versehen natürlich auch mit einer Priorität, verglichen die Toolanbieter. Da gibt es dann quasi eine Art Scoring. Ja, und da gibt es dann quasi numerisch, wenn man so will, einen Gewinner. Also wir haben hier wirklich die Anbieter und die Optionen verglichen. Die Entscheidung fiel auf Stuffbase, weil es überzeugt hat und weil es auch ja, ein bisschen nahe lag. Ich meine, wir hatten ja schon die Stuffbase-Mitarbeiter-App und so sind wir dann eben quasi bei Stuffbase geblieben für unser Frontdoor-Intranet. Genau, und Stefanie, entschuldige, wird in die nächste Phase mit euch springen, in die Discovery-Phase. Genau. In der Discovery-Phase haben wir uns der Informationsarchitektur gewidmet. Also, wir sind in die Konzeption gegangen und haben uns überlegt, Moment, wie die zukünftige Navigation, die Startseite, das News-Konzept aussehen soll, wie wir das mit Hilfe von Spaces abbilden können. Da sind natürlich auch die Befragungsergebnisse aus der Scoping-Phase eingeflossen und wir haben das Ganze in einer Testumgebung aufgebaut. Dann haben wir im Intranet zu einer Testphase aufgerufen und es haben sich ungefähr 40 KollegInnen gefunden, die uns dabei unterstützen wollten. Die hatten dann ungefähr 2 Wochen Zeit, das war jetzt so vor ziemlich genau einem Jahr, und haben sich dann durch die Inhalte geklickt und Feedback an uns über ein Formular übermittelt. Mit das Feedback aus dem Formular haben wir dann wiederum in das Testsystem einfließen lassen und haben das Ganze dann erneut auf den Prüfstand gestellt in einem Sounding Board. Das ist bei uns ein internes Format, wo Weiterentwicklungsthemen diskutiert werden. Da kommt ein Querschnitt der Firma zusammen. Und in unserem Sounding Board waren ca. 45 TeilnehmerInnen. Und das folgende Slide zeigt da mal die Zusammenfassung. In diesem Board haben wir eben die Navigationsstruktur, die Informationsarchitektur vorgestellt und haben uns da aber auch einer weit größeren Herausforderung gewidmet, und zwar der Migration der Inhalte. Also wie wollen wir das anstellen? Wir haben es ja schon gesagt, das Tool, was abgelöst werden sollte, hat mehr als 100.000 Seiten umfasst. Das konnten wir natürlich nicht alleine wuppen. Wir brauchten da die Unterstützung von allen EditorInnen und wie können wir die befähigen, zu entscheiden, was mit ihren Inhalten passieren soll. Dafür haben wir uns im Team einen Migrations- bzw. Entscheidungsbaum überlegt. Den haben wir den KollegInnen an die Hand gegeben und damit konnten sie dann entscheiden, sollen die Inhalte gelöscht oder archiviert werden oder sollen sie in ein neues System überführt werden. Und da gab es 2 Wahlmöglichkeiten. Das entscheidende Kriterium dabei war die Relevanz. Also wenn die Inhalte für das ganze Unternehmen relevant sind, dann gehören sie in das Frontdoor-Intranet auf Basis von Stuffbase. Wenn sie aber nur für eine bestimmte Zielgruppe relevant sind, gehören sie in unser Projekt Confluence, was vor allen Dingen für die Zusammenarbeit in den Teams genutzt wird. Mithilfe dieses Entscheidungsbaums konnten sich die KollegInnen eben dann die Informationen holen und überlegen, was mit ihren Inhalten passieren soll. Und den haben wir eben auch in diesem Sounding Board vorgestellt. Der kam auch weitestgehend positiv an. Und da haben wir dann auch gleich mal die Gelegenheit genutzt und haben gefragt, welche Gefühle denn der Intranet-Relaunch bei den KollegInnen auslöst. Denn wir wussten aus den vielen Vorgesprächen, aus dem Flurfunk, dass es sehr viele Verfechter des alten Systems gab. Und deswegen war in dieser emotionalen Veränderungskurve, wo die KollegInnen sich einordnen sollten, auch alles dabei, von Schock, Ablehnung bis hin zu, yay, wir wollen sofort loslegen und unsere Inhalte in Stuffbase neu aufbauen. Aber wie das Slide auch zeigt, war das Stimmungsbild überwiegend positiv. Und das haben wir dann für uns auch gleich genutzt
und haben die KollegInnen zu Botschaftern für das Intranet gemacht. Das heißt, wir haben sie aufgefordert, in ihre Bereiche zu gehen, das Vorgehen zu erklären und die KollegInnen zu motivieren, schon mal mit dem Aufräumen der Bereiche zu starten und sie dann so für die Migration vorzubereiten. Dann ging es um die Logo- und Namensfindung und das erzählt euch jetzt Susanne. Genau, da haben wir uns gedacht, oh cool, neues Intranet, da brauchen wir einen coolen neuen Namen. Haben wir uns zusammengesetzt im Projektteam, hatten ein sehr lustiges Brainstorming, kamen 6 coole Namen raus, MMS Tinder, MMS Match, MMS Base. Das haben wir dann im Intranet, also in der Mitarbeiter-App damals noch, zum Voten angegeben und haben gesagt, los, ihr seid dran, was gefällt euch am besten? Ja, und da kam raus in die Diskussion, wir wollen TeamWeb behalten. Das ist bisher unser TeamWeb, das bleibt unser TeamWeb. Okay, haben wir gesagt, dann bleibt es TeamWeb. Wir haben den Präfix Now dran gesetzt und jetzt haben wir unser TeamWeb Now. Und da haben wir gesagt dann, wenn ihr bei den alten Dingen bleiben wollt, dann zaubern wir unser TeamWeb Fuchs Logo von 2016 wieder aus dem Hut, haben dem einen neuen Glanz gegeben. Hand hoch, wer erkennt das Haus in dem Logo? Ja, doch, ich habe ein bisschen gebraucht. Aber wir haben in das Ohr ein Haus reingesetzt und haben gesagt, das ist unsere Homebase, das ist die Heimat unserer MitarbeiterInnen und das wollten wir auch in dem Fuchs symbolisieren. So viel zur Discovery-Phase und wir gehen jetzt zur Design-Phase über, denn da ging es dann wirklich los. Und da haben wir damit gestartet, dass wir die Editorinnen geschult haben in Basic- und Advanced-Schulungen und parallel dazu auch offene Stunden angeboten haben, wöchentlich, wo also die Editorinnen reinkommen konnten mit ihren Problemen, mit ihren Seiten, mit ihren Anliegen und wir geholfen haben, hier den besten Weg und die besten Möglichkeiten zu finden. Parallel dazu hatten wir einen Teams-Kanal und haben gesagt, kommt alle rein, der war offen, wer Lust hat, kann gerne hier den kurzen Weg zu uns finden. Wir haben aber auch natürlich da immer wieder reingepostet, Achtung, denkt dran, Timeline, noch 2 Wochen, noch 3 Wochen, es geht scharf, ihr müsst jetzt das und das tun. Dann hatten wir in Stuffbiz selber in der Mitarbeiter-App eine Support-Community, wo wir alle Informationen, die wichtig waren, an einem zentralen Platz hatten. Da hatten wir unsere Handouts zu den Schulungen, Videomitschnitte von den Schulungen. Wir hatten ein Q&A dahinterlegt. Ich habe auch gleich noch mal ein Bild dazu mit. Wir haben eine Widget-Übersicht gehabt, welcher Anwendungsfall, welches Widget, was gibt es für Plugins, was verwendet ihr für welche Fälle. Und es wurde sehr gut angenommen und war wirklich, ich gucke mal erstmal in die Support-Community rein und dann nehme ich aber den Weg zu euch und frage euch im Teams-Kanal. Und dann kam so mein Magic Moment aus dem ganzen Projekt und zwar haben wir Freitag Nachmittag zusammengesessen und haben überlegt, okay, wir hatten ja schon ein bisschen mitbekommen, es gab nicht nur positive Stimmen für den Intranet-Relaunch, wie kriegen wir es hin, den MitarbeiterInnen und den RedakteurInnen es zu ermöglichen, Seiten selber anzulegen, in eigene Verantwortung ihren Bereich zu betreuen, so wie es bisher gewöhnt waren aus dem Wiki, wo jeder Seiten anlegen konnte. Und da haben wir gesagt, okay, wir bräuchten wirklich hier dieses Space. Ich weiß nicht, wer schon mal mit diesem Space-Konzept gearbeitet hat. Nicken sehr gut. Also, dass wir sagen, ihr habt auch einen eigenen Bereich. Wir haben dann Space-Admin. Macht, was ihr wollt in den Bereichen. Ihr könnt da Seiten anlegen, ihr könnt da Plugins installieren. Und wir haben aber die Hauptmacht, in Anführungsstrichen, über den All-Employee-Space. Und dort setzen wir die Navigation zusammen und verlinken mit Links auf die einzelnen Bereiche. Und auf die einzelnen Seiten und Inhalte. Und dann haben wir gesagt, aber wie wollen wir einen Überblick behalten? Wir wissen ja überhaupt gar nicht, wer ist Redakteur von welcher Seite, wo liegt die in welchem Bereich. Und das hat dann dazu geführt, dass wir uns eine riesen Monster-Excel ausgedacht haben. Die unten, die ganzen Reiter, waren die einzelnen Bereiche. Da drin hatten wir dann die ganzen Formate. Ist es ein Plugin, ist es eine Seite, ist es ein News-Kanal? Und dann bitte alle darum gebeten, das einzutragen. Jeder Inhalt, der erstellt wurde, sollte da eingetragen werden. Mit der Ergänzung, wer ist der Redakteur, welche Redakteursgruppen liegen dahinter, etc. Und diese Tabelle hat uns dann einen riesengroßen Gefallen getan, nämlich als wir die Live-Umstellung gemacht haben, an einem Freitag haben wir die Live-Umstellung durchgeführt, da haben wir das genommen für einen Quality-Check. Wir haben geguckt, wie ist der Status der Seite, der Inhalte und haben die Navigation anhand dieser Excel sozusagen überprüft. Und dann haben wir, ich habe es gerade schon gesagt, Freitag früh Under Construction Banner auf die Startseite, haben uns eingeschlossen und haben alle alten Inhalte zurückgezogen, haben das in den Archiv-Space gepackt und alle neuen Inhalte veröffentlicht, in allen Spaces die Berechtigungen, die Seitenansichten etc. richtig eingestellt und sind dann Freitagabend in Feierabend gegangen und Montag früh war für alle MMSler das neue Intranet da.
Dazu habe ich hier mal ein paar Screenshots mitgebracht. Aufgrund der Zeit klicke ich jetzt mal hier fix durch, dass ihr sozusagen mal einen Eindruck bekommt. Wer Interesse hat und gerne mal was sehen möchte, kann danach gerne nochmal auf uns zukommen. Also das ist zum Beispiel das Under Construction Banner. Hier hatten wir dann Montag früh die Journey, die wir gestartet haben, und alle zu begrüßen. Die war dann also die E-Mail im Posteingang. Dann haben wir hier noch einen Punkt, und zwar unsere Communities. Hier haben wir sozusagen eine Übersicht gemacht zu allen Communities, die wir in der MMS haben. Das ist ganz Wichtiges, was bei uns im Unternehmen gelebt wird. Und hier haben wir gesagt, okay, wer Interesse hat, kann der Community beitragen und kriegt dann die News in den personalisierten News-Kanal rein zu den Communities. Genau, und hier dann nochmal die Support-Community, was ich gerade schon gesagt habe. Also hier alle Anlaufstellen für alle Informationen, die die Redakteurinnen benötigen. Genau, jetzt übergebe ich an Jule für die nächste Phase. Die Learning and Growth Phase, also nach Go Live, die Phase, in der wir gerade stecken. Also genau, wo stehen wir gerade, wie wurde es angenommen? Wir können direkt mal auf die Zahlen gucken. Und zwar seht ihr hier die Zahlen von dem letzten Jahr, Q1. Da gab es ungefähr 90.000 Zugriffe auf die Startseite. Und in diesem Jahr Q1, entschuldige, ja, fast verdoppelt, also bei 160.000. Also allein die Zugriffszahl ist enorm gestiegen. Wir haben es auch technisch geschafft. Es war ein Erfolg in jedem Fall. Wir haben es auch geschafft, einfach, dass das Intranet zur neuen Anlaufstelle wurde. Aber natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass das alte Intranet abgeschalten wurde, ganz hart. Also das ist nicht mehr erreichbar. Und zum Beispiel haben wir es auch als Browser-Startseite festgelegt. Und ja, ansonsten mit unseren Formaten, mal sehen, ob wir es noch schaffen, kommunikativ ziehen wir natürlich auch die Leute in das Intranet rein. Nach GoLive ist vor GoLive, das sagen wir immer so schön unseren Kunden, aber das gilt natürlich für uns selbst auch. Wir bieten eine Feedback-Möglichkeit an aktuell im Intranet, das heißt, die User können über unsere Hilfeseite Feedback einkippen. Jetzt zeige ich euch gleich nochmal. Das Space-Admin-Konzept, Susanne hat es schon angerissen, so dass gerade das Thema Spaces ist ganz, ganz wichtig für uns. Wir wollen jetzt noch mehr Verantwortung an die Bereichsverantwortlichen abgeben, quasi mit diesen Space-Admins. Gleichzeitig behalten wir als Projektteam aber die Hoheit über die Startseite, über das Menü und die News. Also so geteilte Verantwortung quasi. Dafür schulen wir aktuell die Space-Admins und schaffen auch Austauschformate. Anpassungen an Startseite und Menü bleiben natürlich nicht aus. Kleinere Anpassungen machen wir tatsächlich auch im Live-Betrieb auf Basis des Feedbacks. Also da scheuen wir uns nicht, auch Korrekturen vorzunehmen, wenn sie notwendig sind. Und Ausbaustufen sind geplant oder auch schon in der Entwicklung. Liegt einfach daran, dass manche Funktionen aus dem alten Intranet ganz sehentlich vermisst werden, die Staffbase leider out of the box nicht mitbringt. Da haben wir das Glück, dass wir so zumindest ein paar davon selbst entwickeln können. Sowas wie, wann wurde die Seite zuletzt aktualisiert, entwickeln wir gerade. Trending Topics entwickeln wir auch gerade. Welche Beiträge wurden am meisten geliked und kommentiert zum Beispiel. Und ganz, ganz wichtig, wir entwickeln gerade unsere Enterprise Search, die wir dann in das Staffbase Intranet einbetten werden in schon wenigen Wochen. Genau, da sind wir gerade und wollen das Ganze natürlich noch besser machen. Feedback der User, ich habe es hier noch mal ein bisschen zusammengefasst. Wie gesagt, Startseite ist immer so ein kleines Streitthema. In welcher Reihenfolge kommen die Inhalte dort? Was wird überhaupt dort platziert? Manche Bereiche wollten dann natürlich gerne Kachel haben oder ihren eigenen News-Kanal. Ne? Da muss man auch ganz viel kommunizieren. Da prüfen wir also einfach fortlaufend die Optionen und passen, wie gesagt, auch gerne noch an. Die Sichtbarkeit der Communities haben wir tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Also wie gesagt, die gab es schon. Und dann kamen ja die Community-Admins auf uns zu und haben gesagt, hey, wir wollen sichtbarer werden. Das ist uns unfassbar wichtig. Und auch da lassen wir natürlich solche Anpassungen gerne zu. Dann haben wir hier noch das Design und die User Experience wurden teilweise auch bemängelt. Gerade auch die mobile Nutzung, aber auch sowas wie, mir gefallen die Farben nicht, die Schriftgröße ist mir zu klein. Ja, also manchmal ist es auch natürlich eine persönliche Präferenz. Wir lassen das aber gerade in-house von einer UX-Designerin nochmal prüfen dahingehend, dass wir das natürlich gerne noch optimieren wollen. Seitenfunktionalitäten, das hatte ich gerade eben schon angerissen. Sowas wie Beobachten, Lesezeichenfunktionen. Da prüfen wir ganz, ganz viel, basteln auch Workarounds, sprechen auch mit Staffbase oder entwickeln eben selbst. Die Auffindbarkeit von Inhalten, also das
tat den Nutzern, glaube ich, am meisten weh. Wo sind denn jetzt meine alten Inhalte aus dem alten Intranet? Das gab es ja nicht mehr. Es war ja, wie gesagt, der Migration geschuldet, dass die entweder im TeamUp Now oder in diesem Confluence sind. Da versuchen wir natürlich mit einer Navigation, mit einer Startseite, aber eben auch mit unserer Enterprise Search, die jetzt bald kommt, ja, das möglichst auffindbar zu machen, wo denn jetzt die neuen Inhalte liegen. Und zu guter Letzt, kleines Minus, wir können die App jetzt leider nicht mehr auf privaten Endgeräten nutzen. Das liegt ja am Datenschutz. Das ist gerade schade für so unsere Desk-Sharing oder Desk-Booking-Funktionen. Da müssen wir dann einfach erklären, warum das so ist. Das lässt sich halt nicht ändern. Die Enterprise Search, Susanne. Genau, wir sind jetzt beim CROWS sozusagen und Jule hat es gerade schon gesagt, dass die Enterprise-Suche demnächst kommt. Wir haben die seit 2011, aber die kommt jetzt in Stuffbase rein. Und zwar bauen wir den Stuffbase-Suchschlitz aus, bauen da unseren Suchschlitz rein und dann hat der Nutzende die Möglichkeit, hier in allen Systemen zu suchen. Und alle Systeme, die wir im Unternehmen benutzen, sind hier angedockt und ich kann sagen, okay, wo möchte ich denn hier drin suchen und danach filtern. Und das alles über unser Intranet, also über Stuffbase. Genau, und dann gehört natürlich zum CROWS auch noch dazu, dass wir jetzt mit Gamification und mit anderen Engagement hier die MitarbeiterInnen wieder mehr reinholen in dieses neue Intranet. Sie, wie gesagt, aus dem Confluence, es war etwas verlotert, waren sie nicht mehr so die Qualität gewöhnt. Und da haben wir Ostern genutzt und haben eine Ostereiersuche in der App gemacht. Das heißt, wir hatten an 4 verschiedenen Stellen Ostereier versteckt. Die Nutzenden mussten die finden, anklicken und nur wenn sie alle 4 angeklickt hatten, konnten sie dann an einem Gewinnspiel teilnehmen, was wir über ein Formular eingebunden haben. Das war ein absoluter Renner. Der nächste Punkt ist, dass wir im März eine große Mitarbeiterveranstaltung hatten und dort haben wir Mitfahrgelegenheiten eingestellt von unseren Standorten nach Dresden. Das wurde auch sehr gut genutzt und kam vor allen Dingen in der Nachhaltigkeitsgedanke, kam da sehr gut an. Dann, wir haben 2024 Europameisterschaft im eigenen Land. Natürlich findet das Tippspiel bei uns in der App statt mit unserem eigenen entwickelten Plugin. Das verkaufen wir nicht nur an unsere Kunden, sondern wir nutzen es selber jedes Jahr immer wieder gerne, wenn eine Fußballmeisterschaft oder die Frauenfußballmeisterschaft stattfindet. Hier mal der Screenshot dazu. Und alle Jahre wieder unser Adventskalender. Das ist der All-Time-Runner. Da ist immer sehr viel Begeisterung bei den Mitarbeitenden. Steffi, du darfst den Abschluss machen. Die Zeit läuft. Ich fasse trotzdem noch mal schnell unsere wichtigsten Learnings zusammen. Was wir lernen mussten, was uns sehr ins Schwitzen gebracht hat, das Stakeholder-Management frisst sehr viel Zeit. Also das sollte man auf jeden Fall realistisch schätzen. Vor allen Dingen die Kolleginnen von Betriebsrat und Datenschutz haben uns da viel Zeit und Nerven gekostet. Auch das Erwartungsmanagement der KollegInnen ist sehr wichtig. Also man muss von Anfang an klar kommunizieren, wo soll die Reise hingehen. Das haben wir ja auch mit Hilfe des Tool-Zielbilds gemacht, um wirklich gut zu erklären, für welchen Use Case kann ich welches Tool verwenden. Und der dritte Punkt, Kommunikation ist alles. Also trotz umfangreicher Kommunikationsmaßnahmen auf allen Ebenen haben wir es nicht geschafft, alle MitarbeiterInnen zu erreichen. In der heißen Phase, wie so oft üblich, kam dann der ein oder andere um die Ecke und hat gesagt, Panik, in 2 Wochen wird das alte Intranet abgeschalten. Was passiert jetzt mit meinen Inhalten? Kommt natürlich immer vor. Ja, zu den Kommunikationsmaßnahmen, also neben den üblichen Sachen wie zahlreichen Newsbeiträgen, E-Mailings, wir waren in der offenen Stunde, wir haben ja auch schon sehr viel angerissen, haben wir zum Beispiel auch ein internes Barcamp, hatten da einen Stand, waren da vor Ort und haben betreutes Klicken angeboten. Also da konnten die KollegInnen sich einen Slot buchen und uns ihre konkreten Fragestellungen mitbringen. Wir haben auch Bonbons und Postkarten in den Kaffeetischen verteilt. Auf den Postkarten waren QR-Codes drauf. Wir hatten T-Shirts an mit dem Fuchs-Logo. Also wir haben die komplette Bandbreite an Kommunikation ausgespielt. Ja, wer App sagt, muss auch Intranet sagen. Wir 3 würden das auf jeden Fall wieder tun. Das Projekt hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben es geschafft, in Time das alte Tool abzulösen, das neue einzuführen. Die KollegInnen nutzen es, es wird weiterentwickelt, es lebt. Damit bin ich jetzt auch am Ende. Wir bedanken uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und stehen euch sehr gern für Fragen zur Verfügung. Ihr könnt euch natürlich sehr gern mit uns auf LinkedIn oder in der Voices-App vernetzen oder kommt gerne an unserem Stand vorbei. Der befindet sich gleich hier hinter der roten Bühne und ist an dem Glücksrad zu erkennen. Und ja.
Ja, sehr ja, schön. Fragen. Vielen, vielen Dank. Super inspirierend. Und ich liebe das, dass ihr die Space Admins ne, so ein bisschen auch die Verantwortlichkeit aus der Hand gegeben habt, euren Kolleginnen vertraut, dass sie da gute Inhalte machen. Hat mir super gut gefallen und fand ich sehr, sehr inspirierend. Ich glaube, ja, so geht es vielen hier. Gab es denn Fragen in der Voices App? Wir konnten jetzt leider nicht reinschauen, deswegen müssen wir es doch live machen. Das heißt, wenn jemand eine Frage hat, gerne einmal zu einem der Mikros laufen, einfach die Frage stellen und genau, dann beantworten wir die gerne. So, Freiwillige vor. Magst du zum Mikrofon laufen? Wir können es leider nicht zu dir bewegen, das wäre total toll. Danke dir. Ach so, ja, möchte man jetzt mal hier das Ding anmachen. Ach so. Wir haben ein Intranet für 1300 Mitarbeiter deutschlandweit und wir haben das nach 15 Jahren umgestellt, was sehr lang klingt, aber es wurde natürlich immer weiterentwickelt, das war am Ende auch modern. Aber wir haben es dann jetzt im Januar umgestellt von einem kompletten anderen Design. Es sieht jetzt ein bisschen zufällig aus wie euers und deswegen sieht es genauso gut aus. Aber wir hatten bei dieser Designumstellung unglaublich Angst, dass die Belegschaft nicht mitgeht von einem 15 Jahre alten gewohnten Design, was ihr auch hattet mit Klicken, ich weiß, wo das ist, ganz blind hinzu, es ist ganz anders. Und deswegen die Frage, wie kam es bei euch an? Also ein paar Details jetzt bitte noch. Wie habt ihr das gemanagt, dass also das neue Design nicht zerredet wurde? Nicht am Montag, sage ich mal, mit Kommentaren etc. komplett an die Wand gespielt wurde. Wir haben es so gemacht, um es mal für uns zu erzählen. Wir haben am Freitag praktisch das alte Intranet als Screenshot festgehalten und haben dem Intranet Danke gesagt, damit am Montag, wenn das neue Design da ist, alle sehen, wie das alte Intranet, auch wenn es nur ein Wochenende her ist, aussah. Im direkten Vergleich und man sieht, dass wir es jetzt neu und modern und besser hatten. Also ja, es tut weh, aber es ist Next Level. Es wird ein bisschen dauern, aber gebt dem Intranet eine Chance und gewöhnt euch einfach bitte dran. So haben wir es gehandelt. Mich würde es interessieren, wie ihr es gemacht habt. Und vielleicht hilft es für alle anderen auch, diese Antwort. Weil das ist die größte Angst. Man macht ein Jahr ein Projekt oder länger und am Ende wird man zerschossen. Bist du? Ja, soll ich? Also bei uns ist das so, wer nicht gemeckert, ist genug gelobt im Unternehmen. Hat ihr vorhin schon gesagt, wir sind sehr diskussionsfreudig. Und wir hatten hier zwei Vorteile. Also wir haben es nicht so krass wie bei euch gehabt. Auf der einen Seite war das Confluence, hatten wir schon umgeändert. Wir hatten da auch schon eine Navigation oben eingebaut. Also die kannten die horizontale Navigation und die kannten die App. Wir haben hier beides miteinander vereint in dem Fronto-Intranet, auch mit der horizontalen Navigation. Und das App-Design kannten sie schon, sodass wir hier eigentlich, wir hatten Erklärbär-Videos, sage ich mal, haben das vorgestellt natürlich, aber da brauchten wir jetzt nicht so viel tun. Da war der Wechsel nicht so groß bei uns. Cool. Sehr schön. Weitere Fragen? Eine können wir, glaube ich, noch machen, rein vom Zeitmanagement her. Gibt es noch jemanden? Nicht? Haben wir alles schon beantwortet. Ich wollte gerade sagen, alle Fragen vielleicht schon beantwortet. Genau, deswegen würde ich sagen, hier geht es 14.15 Uhr weiter. Holt euch gerne nochmal schnell einen Kaffee oder ähnliches. Genau, und kommt gerne zum Telekom MMS-Stand. Da könnt ihr auch nochmal Fragen stellen. Sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Danke.